manche Tage ziehst du übelst ab und manche Tage kriegst du halt direkt nur aufs Maul. Nicht von dieser Welt, dieses Spiel. Das ist so krass. Und das sind Scavs, NPCs. Manchmal sind sie dumm wie Brot. Manchmal sind sie... Der Supermänner. So, und die brauche ich jetzt. Das ist eine Aufgabe für mich jetzt. Muss ich 25 Scaps hier auf Customs. Wie heißt es auf Deutsch? Zollgelände erschießen. Mit der AKS-74, die ich gerade gemoddet habe. Was auch hier geil ist, ist halt das Wetter und die Wetterwechsel im Spiel, Sonne, Regen, das ist Wahnsinn. Es fehlt eigentlich nur noch Schnee. Du kannst hier dich nach links und rechts lehnen. Du kannst fast stufenlos hoch und runter scrollen. Du kannst dich hinlegen, du kannst springen, was wieder abhängig von der Stärke ist und so weiter. Je stärker du bist, umso höher kannst du springen. Du kannst ja dein Mausrad runterscrollen, siehst du? Sieht man das? Ja, unten siehst du es, unten links. Dann kannst du halt dein Tempo langsamer runterdrehen. Du kriechst dann sozusagen oder schleichst leiser, bist aber langsamer. Ganz mit fertig, Stahlbock. Sehr gut. Level 26 und brauchbar auf Level 3. Danke, bis er Zocken hat viel gebracht, Leute. Ja, gern. Immer gern. Ja, der Sound ist nicht ideal, das stimmt. Aber ich hoffe, das nehmen die auch nochmal in Angriff. Das wissen die ja auch. Die sind halt immer aktiv. Also die sind schon wirklich beschäftigt mit dem Spiel. Genau. Gibt nur den Download von deren Webseite. Auch nicht irgendwie Keys kaufen oder sonst irgendwas. Du musst auf den ihre Seite gehen und dann dort runterladen. Du hast halt auch Bosse auf den Maps.
drüben sind Spieler, die laufen gerade an uns vorbei. Die Bosse haben meistens noch Guards dabei, außer auf Interchange. Ich glaube, Killer hat keine Guards. Sind natürlich krasse Typen. Auf anderen Maps. Na gut, Lighthouse hat jetzt ja auch noch Bosse dazu gekriegt. Da hattest du dann immer sogenannte Rogues, die zwar nicht besonders gut ausgestattet sind, aber dafür gut schießen. Du hast in den Nachtraids, wenn du Nachtraids machst, hast du, glaube ich, auf, wo war das alles? Auf Woods? Auf Woods, ja, auf Customs und auf Shoreline hast du sogenannte, wie heißen die? Mir liegt es auf der Zunge. Ich komme jetzt nicht drauf. Die sind geräuschlos. Die schleichen sich an. Haben natürlich, sind auch gut bewaffnet. Aber die schlitzen dich auch gern mit dem Messer auf. Dass du da das Messer ist vergiftet und hast du irgendwie, bist du vergiftet, kannst du sehr schwer gegenheilen. Also es ist schon richtig krass. Habe ich irgendwas vergessen noch? Jetzt überlege ich, wie diese Typen heißen, die abends unterwegs sind. Jetzt komme ich nicht drauf. Ich habe letztens Equilibrium geguckt, den Film. Jetzt will ich immer Kleriker sagen, aber das stimmt gar nicht. Das sind die heißen anders. Wie heißen die denn? Kultisten, Stahlbock, ich danke dir. Genau, Kultisten. So heißen die Sportsfreunde. Ey, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Mir fehlen noch 3 Scavs. Oh, hier, siehst du zum Beispiel hier die Skills. Da hast du jede Menge Gesundheit, Metabolismus. Da kannst du, hier siehst du, was sie machen. Erhöhen die Effekte, positiven Effekte von Trinken und Essen, reduzieren die negativen Effekte, Stressresistenz, die Chance, dass du halt einen Schmerzschock hast, wird reduziert. Reduziert die Oszillation, wenn du einen Tremor hast und so weiter. Immunity, ich glaube, Immunität gibt es noch gar nicht. Ist mir nicht bekannt. Also es gibt irgendwann mal, soll es hier so radioaktiv verseuchte Zonen geben. Ich glaube, dafür ist das schon. Das hier ist halt auch so ein PvP-Hotspot. Wenn du PvP suchst, wirst du ihn hier meistens finden.
Man hört auch kein gottverdammtes Kev irgendwo plappern. Die Typen reden nämlich sehr gern. Sind wie Frauen. Ach so, und du hast natürlich nur eine gewisse Zeit im Raid, die du verbringen kannst. Ich glaube hier auf... Nee, auf Customs haben sie das ja auch gekürzt. Hier hast du nur 35 Minuten. Auf anderen hast du 45 Minuten. Auf Factory, das ist die kleinste Map, da hast du nur, glaube ich, 20 Minuten, wenn ich mich nicht irre. Da liegt einer tot rum auf der Straße. Okay, das Exit ist nicht offen. Hier unten hast du ein Exit, aber das muss qualmen. Dann ist es offen. Dann kannst du da raus. Was nicht qualmt, brauchst du gar nicht hingehen. Naja, aber das sind so dann die Feinheiten sozusagen. Bei manchen Exits fährst du mit einem Auto raus, das musst du bezahlen. Also müsstest du dann Geld mitnehmen. Hast du noch so einen Punkt, wo die Skeffs auch gut und gerne aktiv sind. Wofür es aber auch keine Garantie gibt. Oder möglicherweise schon alle tot sind. Ich wollte gerade sagen, die spawnen zwar auch nach. So, ich habe jetzt hier eine leichte Blutung, die muss ich stillen, sonst gibt's... Alter Mann. Noch einer war doch hier irgendwo. Hat das gut gefallen. Kann ich hier schön looten. So. So, jetzt brauche ich noch einen. Wenn wir Glück haben, finden wir jetzt hier noch hinten bei den Garagen unseren letzten Skeff. Sportsfreundin.
Ach so, du meinst, wenn es einen neuen Vibe gibt, also wenn praktisch alles zurückgesetzt ist. Ja, dann ist es, ja, es macht schon Spaß, wieder von Neuen anzufangen. Manch einer mag es nicht so. Genau, das ist das. Ja, das, weil es halt wieder neu losgeht, weißt du? Viele, die meisten oder so, haben schon dann viel erreicht. Ich ja nicht. Ich weiß nicht, ob es vielleicht dann so dran liegt, dass die Quests dann alle schon abgehakt sind und die Leute auch schon alles erreicht haben, was sie erreichen wollten. Pump Station habe ich doch, glaube ich, schon. Und es ist natürlich wie in jedem Spiel. Irgendwann hast du halt gerade so die Streamer, die Großen oder so, die spielen das ja ein paar Stunden am Tag. Irgendwann ist auch die Luft raus wahrscheinlich. Aber das Problem hast du ja mit vielen Spielen. Jetzt auf einmal sind sie da. Ich meine, ich will mich nicht beschweren. Gibt es noch ein bisschen XP obendrein? Hier siehst du deinen Energiehaushalt hier unten. Das mit dem Blitz. Und das ist halt dein Wasserhaushalt. Du musst halt immer trinken und essen, auch im Raid. Sonst hast du dann so ein... Ja, verengt sich dein Blick und pulsiert so ein bisschen. Wenn du dehydrierst, dann verschwimmt die Sicht und so weiter. Ja, es ist schon... Ist schon eine geile Sache so. Und was auch passieren kann, ist, wenn du halt Waffen spielst, die halt... Guck mal, meine hat jetzt schon... Bleispender, herzlich willkommen, grüß dich. Meine Waffe hat jetzt schon 3% verloren an Haltbarkeit. Wenn du das nicht reparierst und übertreibst, kannst du halt, gibt's halt auch schnell mal eine Waffenfehlfunktion. Da ist dann auch Schicht im Schacht. Gerade wenn das mit einem Kampf, das passiert ja meistens mit einem Kampf, weil du schießt ja meistens nur, wenn du im Kampf bist. Und dann stehst du dumm da. Boah, ich bin auch so ein Spezialagent, der seine Waffen nicht regelmäßig repariert. Hier auch was Lektüre für unterwegs. Oppe. So, wir machen uns aus dem Staub. Quest geschafft. Ach so, nimmst auch immer die Messer mit für... Ach so. Und für 8 gibt es die MP5. Ich habe ja genug MP5s rumliegen. Ich glaube 6 Stück oder so. Aber siehst du, was hat man noch gebraucht? 4 Stück. Ewig gesucht und gewartet. Und dann wurden es doch noch ein bisschen mehr.